Hallo, schönen guten Abend. Eine neue Folge After Dark Resident Evil 2. Gregor und Simon haben fantastisch vorgelegt in der montäglichen Live-Folge. Sehr gut gespielt. Ein-, zweimal knapp am Abgrund gestanden. Sehr, sehr spannend. Die Konfrontation mit Mr. X, dem du dein Messer noch in die Hand gerammt hast. Ich habe das Messer aber, glaube ich, auch verloren dann. Ich übernehme jetzt zum ersten Mal seit einiger Zeit und es wird schwierig werden, glaube ich. Ich stehe hier in dem Speicherraum im Pausenraum der Polizeistation. Wir gehen jetzt hier wieder runter, kommen in die Garagen, wo Gregor mir ungefähr 17 Hunde dagelassen hat. Gern geschehen. Das ist sehr nett von dir. Zickzack. Hier, wir können einmal auf die Karte gucken. Ich komme hier wieder an, muss hier durchlaufen, in die Tiefgarage zurück, hier hin. Hinten in den Zellen war der Typ. Ich hole mir den Ausweis. Hui, dann der lange Marsch. Dann Ausweis hier hin zurück. Da musst du nämlich am Ende hin. Alles klar. Aber wir haben das, finde ich, bis hierhin sehr schön smooth, fast schon in einem Durchgang. Abgefeiert. Genau. Ich nehme alles an Heile-Items mit, was wir noch haben. Und wir haben die Magnum und wir haben die Waffe voll ausgebaut. Wir haben die Schrotflinte. Wir sind super, wirklich. Habt ihr was dagegen, wenn ich die Magnum für die Hunde benutze jetzt? Ja. Total. Ja, ne? Geht überhaupt nicht klar. Okay, alles klar. Ja, du hast aber auch fast 50, 60 Schuss mit dem anderen. Also ich weiß nicht, ob es denn so nötig ist. Die Vielleicht Magnum solltest du die. Auch nicht. Ja. Überleg gerade, ob du die Schrotflinte einfach behältst, die Magnum. Nö. Hier reinpackst vielleicht. Nee. Willst du alles immer dabei haben? Okay. Könntest du aber von den Magnum-Schüssen zum Beispiel 9 in eine Kiste tun? Ich verschieße die vielleicht alle jetzt gleich. Am ersten Hund, ne? Am ersten Hund. So. Immerhin macht die Magnum wirklich große Löcher. Und da ist das zumindest stimmt. Das Ziel meistens dann auch weg. Ich kann mal gucken, was haben wir denn hier noch? Flashbang? Okay. Oh ja, theoretisch, wenn die Hunde dich anfallen, kannst du ja noch eine Flashbang in den Boden. Oder eine Hundgranate. Eine Hundgranate, finde ich gut. Bist du wegen Handgranate? Steht Hundgranate. Ach, wirklich? So, jetzt ist Ruhe. Okay. Jetzt kommen wir hier nämlich raus. Dann rechts durch einfach. Oh, das kommt richtig gut an. Zickzack! Richtig gut. Sehr gut. Sehr gut. Hey, links. Links rum? Ja, links hinten, siehst du's? Links. Ja, ich sehe es. Da. Okay. Kannst vielleicht außen rum rechts an den Wagen? Nee, nee. Geradeaus nach hinten? Mhm. Und dann da rein, ne? Ja. Oh, zickzack. Wow, wow, wow. Oh, der Zickzackkurs. Oh, ich bin so gut. Das macht aber richtig Spaß. Ja. Okay, geschafft. Okay, nach rechts. Na, wieder nach rechts, nach links an allen Zellen vorbei. Ja. Du schließt da jetzt noch auf, oder? Hier durch. Ja. Ich glaube, einen hatte ich übrig gelassen, aber das ist jetzt auch egal. Was macht das Geräusch jetzt hier gerade? Gleich gehen sie eher auf. Genau, da ist ja noch ein Zombor in einem von denen drin. Er ist noch da. Gut, Bauteile rein. Ja. Das ging richtig gut jetzt gerade. Ah. Oh ja, das ist hier Pipe-Mania, oder wie es heißt. Genau. Oder Spider-Man gab es das auch. Spider-Mania. Also du hast rechts, links zwei Kontakte und rechts einen mit zwei Lichtern. Ja. Ich probiere einfach jetzt mal blöd rum, ne? Ja, mach mal. Du kannst alle Sachen drehen, oder? Aber guck mal, jetzt leuchtet eins auf, weil du unten den Kontakt angemacht hast. Du brauchst beide. Muss ich noch? Das ist dieses kreuzförmige da in der Mitte. Das hier? Ah ja. Ja, nee. Und da, wenn du vielleicht, nee, geht auch nicht. Doch, du könntest das hier halt irgendwie weiterleiten, vielleicht anders umleiten. Ah, geht auch nicht. Shit. Warte mal, das kann jetzt nicht so schwierig sein. Nein. Irgendwo. Also der obere macht den. Hier, das Problem. Ja. Nice. Tür ist auf. Gehen jetzt alle auf? Aber jetzt wissen wir ja, eigentlich sind wir uns jetzt einig, wenn ich das nehme, muss ich nur noch bis zu einem Automaten zurückkommen, dann sind wir hier raus, ne? Ja, ich würde sagen, ja. Sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab.
Now, are you gonna talk to me, or are you gonna... The interview is over. Es gibt also ein Labor. Das, was wir gerade gehört haben. Und die Schlüsselkarte. Und jetzt bricht wahrscheinlich die Hölle los. Ich nehme die mal mit. Okay. Da ist ein Spray. Wenn es schon heißt entkommen. Hm. Hier ist noch was. Jetzt geht's. Das ist ein Wimmel des von Monstern. Ich kann selbst hier schreiben. Codename Tyrant, die ultimative Biowaffe von den Mistkerlen. Absolute Geheimarbeit. Ja. What are they after? Alles klar, okay. Wir haben hier auch alles weggesammelt. Ja, keine Items mehr. Okay, ich renne einfach jetzt dahin und drück die Karte da rein. Ich werde vielleicht zweimal gebissen. That's not good. Oh, hast du eine Granate? Gibt's einen? Nee, ich habe nur noch Flashbangs. Dann nimm eine Flashbang. Und dann soll ich die blenden und weiterlaufen? Ja, ja, ne? Ich würde sagen, ja. Schmeißt du. Das geht aber ganz schön fix hier. Und jetzt. Nee, das bringt gar nichts. Oh, du schaffst das. Doch, renn doch. Die sind geblendet, die sind immer noch geblendet, Mann. Ich werfe einfach noch einen. Mann. Der hat gesagt, nicht mit mir. Und dein Messer steckt noch drin. Oh Gott, du musst dann was machen. Nicht vorbei. Wirf noch eine Bombe. Das Messer steckt drin. Du hast es. Rechts herum. Rechts, links. Rechts, genau. Jetzt macht er doch mal aus. Ins Gesicht. Links gleich. Noch eine links. Raus. Aber das war gut. Jetzt hast du ein bisschen Zeit gewonnen. Okay. Alter, waren da viele auf einmal. Oh, du hast gar keine Zeit gewonnen. Hallo. Oh, gut. Oh, schön. Alter. Nimm dein Messer wieder. Ja, wollte ich gerade sagen. Da ist wirklich noch da drin? Ich konnte es nicht sehen eben. Es war in der Hand. Ada, this is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this die Hunde sind weg, ne? Einfach gehen. Take it, you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Okay, ja, heilen erstmal nicht, würde ich sagen. Kärtchen rein. Ja. Halt der Aufwand dafür. Augenkraut. Das nimmst du fort. Das war es auch schon. Ja, ist immer in der Stadt. Neues hier, oder? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, so richtig rausgekommen ist man ja eigentlich nicht, oder? Ja, es gab ein, zwei Mini-Abschnitte, aber nein. So eigentlich war es mehr Gebäude und der Kendo Gunshop. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Da geht's ja auch hin, ne? In dem Panzer. Ich würde auch in den Panzerwagen einfach nur fahren. Den könnt ihr doch nicht stehen lassen. So, wirklich ein schön großes Loch hier. Ach, das ist dieses Sinkhole. Ist denn so kaputt hier? Mhm. Ist wie bei Silent Hill, ne? Die Stadt ist auf einmal irgendwo kaputt. Ja. Going through that gun shop looks like the only way. Geil. Guck mal, der war also nicht weg, sondern nur verschoben nach hinten, der Gunshop. What a mess. Hier gibt's ja bestimmt ein bisschen was. Da ist schon mal ein langer Lauf. Toll.
schön, auch doppelt so groß. Granado. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt, wenn wir hinkommen. Schön wegluten. Wo ist sie denn hin? Überall. Oh. I'm not gonna hurt you. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. Oh, no. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. Oh, der Klassiker, ne? Er checkt's nicht. Ada. Just let them be. Gleich springt sie ihn an. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Yeah, Daddy's here. Okay. Oh. Those fucking things outside. Look what they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Haben sich aber wirklich jeden zu erwartbaren Schockeffekt jetzt einfach mal verkniffen. Das war schon also, ungewöhnlich eindringlich für Resident Evil. Ich fand es erstaunlich, weil wie gut geactet das ist. Ne? Ja. Also nicht nur für Resident Evil, das ist allgemein einfach sehr gut gewesen. Also, aber auch nochmal besonderes war fast besser als alles, was ich bei Detroit Become Human gesehen habe in Sachen gut gespielte Emotionen. Ja, da muss ich dir leider zupflichten. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Echt gut. Mich irritiert es, dass sie da in ihren Stöckelschuhen rumläuft. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Du kannst das, jetzt. FBI. Das sieht nach Kanaleingang aus da hinten. Ja, es geht jetzt auch rein. Wir verlassen. So viel war gar nicht. War nur eine Straße jetzt. Wir verlassen Umbrella. Stimmt. Raccoon City eher Umbrella und City. Gehen zu Umbrella. Also. That's how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Sie haben es eben weiter geremixed, ne? Also der Gunshop, der war am Anfang nicht da, aber sie haben ihn einfach nur nach hinten gesetzt. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Wenn ihr irgendwo ein Item seht, sagt Bescheid, ne? Irgendwas ist hier. They have a facility without the authorities knowing. Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years.
hätte fast Chat-Kommentare von einer anderen Sendung vorgelesen. Manchmal passen sie. Wir zeichnen das auf. Hashtag Uptime. Auch nix. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. Ich hab nichts gefunden. Das ist auch nicht hier. Doch, da. Ah. Das war's hoffentlich. Jetzt hast du, ja. Zwei Schuss hast du gekriegt. Hammer, schön. Ja, wahrscheinlich, weil wir schon so viele haben. Was passiert? Oh, wie gut sieht das aus, bitte? Ja. Alligator. Oh. Deswegen spült man die nicht runter. Das ist der einzige Grund. Alligator. Okay, da ist Sackgasse, ich gehe hier rein. Speichern. Schön. Auch eine Kiste? Auch eine Kiste. Weil nämlich jetzt auch wahrscheinlich eine gefährliche Situation folgt. Jetzt hat Fabian auch schon aufgegeben und speichert kreuz und quer. Ja, ihm ist alles egal. Ist egal, ich speichere jetzt einfach mal nach unten weiter. Du könntest aber theoretisch wieder von oben anfangen und nach jeweils einen Save. Ja, aber stell dir nur bis, dann dürftet ihr aber nicht mehr übernehmen in dem Let's Play. Ja, das weiß er. Sag mal, an der Stelle, wo wir das hätten benutzen können, sind wir nicht nochmal vorbeigekommen, ne? Nee, sind wir nicht. Das war unterhalb des Geheimraums, wo wir nicht nochmal waren. Aber ich weiß gar nicht, ob du dann nochmal rein konntest von der Lobby aus. Nein, nicht. Da war die Tür ja zu oben. Okay, ich habe super viele Heil-Items. Darf ich die Magnum vielleicht benutzen bei dem Krokodil, wenn es jetzt uns angreift? Denk dran, dass das ja auch mehrere Möglichkeiten gibt, das Krokodil. Man muss gar nicht, eigentlich muss man keinen einzigen, nur einen Schuss vergeuden. Vergeuden. Nutzen meinst du? Aber da brauchst du dann keine Magnum für eigentlich. Das, weißt du gar nicht, ob das noch genauso ist jetzt. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass man mit einer normalen Waffe auf das Vieh schießen muss. Also dafür groß, ist wie das jetzt eben war, das kann nur irgendein... Irgendwo ist ein rotes geben. Fass. Das sage ich. Hier ist noch was... Ich dachte, das wäre ein scheiß Zombie. Ah! Ich dachte bis eben immer noch, es wäre ein Zombie. Ah, da. Tu sowas nicht. Ey, da... Das macht man auch nicht in so einer Welt. Du schleichst dich nicht an jemanden dran, der eine Waffe. Okay. No chance. Okay. You're stuck with me to the end. Ach, Leon. Du Schurke. Du liebst mich, weil ich ein Schurke bin. You sure this is the right way? Mit der Kacke nach. Unfortunately. Wait there. Oh nein. Okay, oh. Kann ich was machen? Get out of there. Oh nein. Oh nein, es ist Crash Bandicoot. Oh. Dieses scheiß Weglaufen Richtung Kamera, das war schon immer kacke. Oh. Okay, ich gehe auch sofort tot einfach. Das war unser erster Tod. Das war unser erster Tod, Fabian. Naja, aber du hast ihn verursacht. Ja, was soll man denn da jetzt machen? Aber das war schon... Ja, mach das Spiel doch weiter. Aber ja, was, ich drück schon, aber es tut sich nichts jetzt. Du bist doch eigentlich gerannt. Ja, ich glaube, du darfst halt nicht in die Kisten reinrennen, aber ich sehe sie halt vorher nicht. Okay. Ich bin nicht gut. Mhm. Das war damals schon nicht Hudiger, gut. Hudiger. Okay, wir fangen direkt hier wieder an, das ist sehr nett. Kannst die Katzen skippen, ne? Sicher? Ja. Nee, pausieren. Start und Viereck. Okay, also erst nach links, dann... Das gefällt mir nicht so gut. Es waren ja jetzt keine Kisten vor dir, ne? Ja, ich hätte nach links wahrscheinlich laufen müssen. Du hättest nach links laufen müssen. Ja. Du hast aber eben ganz kurz eine gestreift, aber ich glaube nicht, dass es an der lag. Aber du bist so ein bisschen reingerannt. Ja, so knapp kann das Timing nicht sein, ne? Glaube ich nicht. Das Spiel kam dieses Jahr raus und nicht vor 20. Es sieht schön aus. Okay, nach links. Ja. Bleib mal links. Dieses Vieh. Okay. Ja, jetzt musst du nach rechts. Du musst die Seite ermitteln, ja. Achte auf die Kamera, okay, die gibt den Hinweis. Ja. Jetzt? Jetzt warte. Jetzt wahrscheinlich wieder rum. Jetzt nach links.
Boah, war das knapp. Und jetzt wahrscheinlich wieder rechts, wobei es mittig. Warte ab. Oh, oh. Oh, oh shit, oh shit, oh okay, shit. Okay, okay, oh, okay. Oh, darauf schießen. Ja, ja, mach ich. Yes. Das war's schon. Und trotzdem einen Magnum-Schuss verballert. Oh. Nee, nee, ich hab die Handgun equipped. Jetzt kriegst du von mir 110% Kopf. Dass du nicht die Magnum genommen hast. Okay, zweimal gestorben vorher. Schau mal drauf, was ist noch über vom Kopf. Aber es ist ein bisschen traurig schon fast. Das ging zu schnell. Ah, der ganze Kopf, wie in Starship Troopers, wenn sie diese riesigen Plasma-Bugs zerlegen. Ja, oh, ich muss auch sagen, ey, dieses Innenbildschirmrennen, das war noch nie geil. Aber es war ein schönerer Moment, als wenn sie das Original kopiert hätten. Ja, oder findet ihr nicht auch? Ich find's in Ordnung. Ne? Im Original war es halt unspektakulärer. Ja, das stimmt. Und da war es ein kleines Puzzle, aber whatever. Genau. Ja. Aber Krokodile, Riesenkrokodile, auch Killer Croc bei den Batman-Spielen immer geil. Aber wie heißt der Killer Croc, ne? Killer Croc, ja. Nicht auf lange Sicht nehmen. Und sie den hat Hunden. Sich's geschickt, ne? Hat sie's geschafft, jetzt, dass sie nicht mit dem kämpfen musste. Sie war nicht mal unten, ne? Ist ja sie auch hat nicht sich mal nicht mal die Klamotten schmutzig gemacht. Schmutzig. So ist sie. Und noch die Sonnenbrille an. Da möchte ich hier gleich einfach die runterreißen. So. So, let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Okay. Speicherraum, oder? Ist es? Weiß ich nicht, dachte. Nee, doch nicht. Sieht ein bisschen nur so aus, ne? Aber es gibt auch nichts hier. Kein Item. Gehen wir doch hier durch. Da ist ein Speicherraum. Schon wieder. Gut so. Schreibmaschine. Aber keine Kiste, ne? Und auch nichts zum Sammeln. Nur eine Schreibmaschine. Ja, den kann man aber mitnehmen, den Spielstand. Jetzt reden die immer noch über USB-Sticks über die Brieftauben. Definitely William's handiwork. Ah, da ist sie doch schon. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ach ja? Nein. You'll never get the G virus! Pardon. I didn't expect that from a scientist. Ach ja. Leon. Er hat doch noch eine eingefangen. Just go. Stop her before she gets away. Leon färbt sich die Haare. Warte. Hat dunkle, schwarze Augenbrauen gehabt. Na und, ist völlig normal. Jeder färbt sich die Haare. Wirklich? Ja, ich find's auch okay. Ich will das bald machen. Nur schon mal vorsorglich das gut finden. If it's not on her, it must be in the nest. Nest. Oh. Immerhin hat sie jetzt nicht das Abendkleid an, oder? Nö, doch? Schönes doch. Naja, ein rotes Kleid. Ja, es ist sehr gut. Sie ist einfach zu hot. Ja. Sie ist nicht so mega gut geschützt. Ach so, jetzt spielen wir mit ihr. Ja, ich werde mich bei diesem Part auch zurückhalten, weil das war der Teil, den ich bei Capcom gespielt habe, den Ada-Part. Okay. Ja. Also ich dachte, weil du so einen schlechten Sexismus-Humor hast. Ich dachte auch, gut, Gregor, endlich mal. Aber nee, darum geht's gar nicht. Wo sind wir hier gelandet? Ich war mir wirklich so sicher. Okay, jetzt mal Ruhe. Ich will mal gucken. Okay, sie hat eine Broom. Broom ist ein Besen eigentlich, ne? Ja. Ich hab keinen Witz gemacht. Das war das Spiel. Ich meine, das ist. Und damit soll man dann, da soll man dann keinen Witz machen, ne? Okay. Die geben mir einen Broom. Spiel einfach weiter. Gut. Die haben schon sehr gelacht, als sie das gemacht haben. Schon wahrscheinlich, ja. Die Japaner. Neu. Ui, Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. So macht die das also immer.
Hack, hack. It's secret weapon time. Aha. Ach geil, sowas mag ich. Okay, es geht schon mal nicht. Aber hier. Hack, hack. Mhm. Ich sag nur so viel, ich bin mehrfach abgekratzt bei diesem Bart. Der jetzt kommt oder bei dem? Nicht bei dem, aber insgesamt. Hä, bin ich... Ach so, okay, ich muss draufbleiben, damit ich das... Ja? Ja, du bist fertig. Ah, verstehe, okay. Ach, du übersteuerst es jetzt, okay, wenn es kaputt geht. Das ist doch mega gefährlich. Das ist mega gefährlich, was sie da gerade gemacht hat. Aber ich finde es irgendwie nicht so geil, dass ich halt nur eine Waffe mit 9 Schuss habe, ne? Mhm. Ja, aber dann wirst du wahrscheinlich auch nicht groß brauchen. Ah, ja, erinnert euch noch an die Ecke? Mhm. Es ist schon, manchmal vergisst man, dass man die Areale alle schon kennt. Das haben sie gut gemacht. Also man, ich fühle mich nicht ständig erinnert, aber ich habe ab und zu diese nostalgische... Ja, es wird das, der Nostalgieknochen ja. wird ab und zu mal gekitzelt. Ab und zu, ja, sie wissen genau wie, weil hier diese Viecher haben mich gerade dran erinnert. Stimmt, da waren wir ja schon. Oh nein! Du hast doch 9 Schuss. Hol den Besen raus. Boah, keine Nahkampfwaffe, ne? Keine Nahkampfwaffe, nein. Na, endlich. Wir müssten halt mal fragen, ob, ich meine, jetzt noch ein Gegner kommt, schaffe ich den nicht mehr, ne? Ja. Ich habe zwar seit Wochen darum gebeten, aber ich brauche unbedingt ein Ersatz-ID-Armband. Darum geht es. Wir kommen nicht dahin, wohin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Okay. Ja, es war eigentlich für ein Arsch, dass ich den erschossen habe, ne? Hier gibt es nichts zu sammeln, es gibt nur die eine Tür, die nicht aufgeht. Wahrscheinlich, weil er das Armband trägt. Hält sich den Arm auf jeden Fall, ne? Ja, aber man kann es nicht nehmen. Ja, aber es gibt ja hier kein anderes Item jetzt. Ach so, okay, ich muss die Tür wahrscheinlich auch aufhacken. Ach ja, wir sind die Hacker. Ja. Hack the planet. Hack the planet. Okay, dann hätte ich ihn aber doch auch wahrscheinlich killen müssen, weil das hätte ich sonst gar nicht geschafft. Das hättest du nicht gemacht, nee. Irgendwas auf der ist wieder steht da. Wieder auf. Ja, das sind killen. Die Tür schon auf. Tschüss. Oh nee. Der ist hinter dir. Das geht nicht. Ah, die falsche. Was hat er in der Hand? In der Hand. Ah, ja. Da liegt was links, das ja. Ist aber ein Gegner, ist, ja. Der kriegt dich aber nicht. Was mache ich denn jetzt mit weiteren Gegnern, die mir begegnen? Muss da ermitteln. Drum rumrennen vielleicht, aber. Erstmal hacken. Ich glaube, du musst jetzt einfach nur schnell sein und darfst nicht so lange... Das konnte ich nicht hacken. Du musst natürlich dahin, wo das Kabel... Wo? Wo es hinzeigt. Okay, weiter nach da hinten. Da. Geht's da überhaupt durch? Nee, geht hier gar nicht durch. Und da kommt auch schon der andere. Aber um den kommst du rum. Meinst du nicht? Wo hätte ich denn durchgemusst? Weiß ich nicht. Okay, alles klar. Das ist richtig schade. Da ist noch einer. Nee, zu viele. Ja, aber was soll ich machen jetzt? Ich würde versuchen, zu scannen und dahin zu laufen, wo dieser Schalter ist. Ja, Ich habe einfach einen falschen Weg genommen, einmal zwischendurch. Hätte hier außen rum laufen müssen. Ja, aber du bist doch auf dem Weg jetzt. Energie wäre nicht schlecht als nächstes. Was ist hier los? Warum kommst du nicht durch? Ah, du bist drumherum. Da ist noch ein Gegner. Ey. Oh, Leute. Oh nein. Oh nein. Okay, den Part spielen wir noch zwei. Nein, mach erst mal richtig. Du machst das. Du bist tot. Ich bin tot. Oh, das ist ja schade. Oh, das tut mir voll leid, Fabian, Mann. Gut. Oh
Es lag, nicht nur an mir. Ich angucken muss jetzt. Die Milz raus aus dem Hals. Ich hasse so Teile, wo man so wenig Milz ist. Der hat die, bis da hat er die rausgezogen. Ah, und jetzt bietet er dir den Pussy-Modus an. Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht spiele. Nein, wir ändern nicht. Nein, aber bei der Capcom-Session bin ich wirklich 4-5 Mal hier abgenippelt. Einfach aus den Gründen, die wir gerade schon gesehen haben. Das ist eine harte Stelle. Und wie hast du es gemacht dann? War schon auf einem guten Weg, sage ich. Ich sag nur mal so viel. Das Gute ist, dadurch, dass es nicht live ist, ich kann bis morgen die Ausstrahlung noch verhindern und kann einfach sagen, die Folge ist weg. Du kannst einfach ranschneiden und sagen, wir haben eine halbe Stunde weniger gespielt. Dann müssen wir nur alle 5 Minuten erwähnen, dass er gerade ein paar Mal gestorben ist. Oh ja, nee, jetzt muss ich das auch nochmal machen hier. Ausschneiden. Du musst das leider alles nochmal machen. Alter. Du musst es einmal checken und dann das Gerät das erste Mal anwenden. Ist ein bisschen ärgerlich, aber komm. Das machen wir jetzt noch. Ah, jetzt fangen die schlimmen Folgen Secret an. Secret Weapon Time. Schon komplett pessimistisch. Schon jetzt keinen Bock mehr. Ich sehe schon wieder. Dreimal ist es April und wir sitzen immer noch hier. Es wird kein Evil-Within. Wir werden es schaffen. Dann würden wir einfach aufhören. Ja. Habt ihr das eigentlich durchgespielt auf dieser Seite? Nein, das war dann irgendwann so scheiße. Ich hab's durchgespielt als Let's Play. Ich war am Ende auch bei irgendwie 30 Stunden, würde ich sagen. Es macht leider wirklich irgendwann keinen Spaß mehr. Ich nehme uns die Leute bis heute übel, aber es war wirklich nicht geil. So, selbst Gronkh hat aufgehört. Der kann ja auch nichts. Der hat aus einem anderen Grund aufgehört, weil es irgendwie ständig kaputt gegangen ist, aber er hat auch aufgehört. Das Werbegeld ist deswegen darf er das nicht mehr. Ja, das sind die Vorboten der Game 2 Weltherrschaft. Okay. Jetzt komme ich in den Raum, wo der Typ liegt. Ja, aber. Kann ich nicht von hier oben schon die Tür hacken? Nein. Oh, probier's doch mal. Das wäre toll. Oh! Clever bist du. Super schlau bin ich. Ein ganz cleverer Fuchs. Ja, also er bringt mir auch nix. Vielleicht kann ich hier von oben auch schon was machen. Wir gucken uns jetzt mal vorher mal genauer den Zielpunkt an. Check mal, ob es geht. Ja. Okay, hier ist noch Muni. Okay, von hier aus sehe ich nix. Ich muss auf jeden Fall dem Gang folgen. Und diesmal laufe ich gleich richtig. Ich gehe dann ganz außen rum da hinten. Wahrscheinlich muss ich dann hierher zurück oder irgend sowas in der Art. Du hast ja gesehen, von wo das Kabel abging. Ich muss da durch. Das heißt, er kriegt es einmal jetzt. Schön in die Bahn. Oder ganz viel auf das. Oh nein! Und er hat dich noch erwischt! Okay, ich sag's euch jetzt, ich wollte auf das Bodenblech schießen, weil ich dachte, es bricht dann vielleicht ein und er fällt durch. Es wäre eine gute Idee, wäre ein guter Gedanke gewesen, finde ich. Ja. Es gibt nur leider keinen Keller hier. Ist aber auch eben, dann sind dunkel. Es ist wirklich mega dunkel. Das ist eigentlich, wenn ihr wüsstet, unter welchen Bedingungen wir hier spielen. Ganz hinten durch, ne? Ja, okay. Natürlich. Kann schon mal checken. Gregor, wenn du die Lösung noch weißt, wo ich hin muss. Ja, du bist also check ruhig mit deinem Visualizer. Hier sind Items. Da ist noch ein. Genau, hier ist noch ein Item da. Du bist, glaube ich, auf der Kiste an dem Ding vorbeigelaufen bereits. Ach, schön. Aber hier kannst du die Items mal mitnehmen. Okay, jetzt haben wir sie auch. Ja, ich glaube, mit dem Visualizer ein bisschen zurück. Achtung, links ist das Ding. Den kannst du, lauf drumherum. Ja. Der hat gedappt gerade. Also, guck mal auf der rechten Seite gleich. Ich guck, ich sehe nichts. Da ist ein Gegner. Du siehst das Kabel. Wo, ich sehe. Du gehst wieder zurück. Ja, ich muss mit den Gegnern ja auch irgendwas machen. Okay, also, jetzt guck dir die Kabel nochmal an. Du bist wieder zurückgegangen. Guck dir die Kabel nochmal an jetzt. Guck dir doch mal die Kabel erstmal an. Ja, ich guck sie mir an. Bevor du irgendwas siehst, du musst da lang. Sie. Ich geh jetzt hier lang. Nein. Mach ruhig auch. Ja, genau. Oder? Scheiße, da musst du hin. Ich glaube, da, wo die ganzen Zombies waren. Alles klar, super. Aber jetzt hast du sie da doch weggelockt. Das Kabel macht so damit. Kann ich die mit dem Feuerlöscher zerschießen? Probier's, ich weiß nicht. Kann man mal probieren, ja. Aber was soll denn dann? Warum steht der denn dann da? Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, rechts rum. Nee, hier ist kein rechts. Vorbei. Hier ist kein rechts. Oh Gott! Du hast eine Flashbang. Einmal kannst du die noch. So, denk dran, jetzt hast du Zeit. Jetzt, wenn die explodiert, hast du Zeit. Ja, dann lauf, genau, dann gehe ich durch. Das ist meine eine Chance jetzt. Ja, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Also hier hinten muss das Kabel sein. So, halt den Visualizer, folg dem Kabel. Sag's mir einfach. Nicht nach rechts, links herum. Ich glaube, Gregor ist es auch. Nee, also jetzt. Ja, genau, nee, geradeaus. Rechts. Nein, nicht hier, geradeaus. Stimmt, da lang. Ja, ja, du hast ja. Und jetzt guck hier, wo das Kabel ist.
Ich sag Geisel. Nicht die, das nee, zurück? Da lang, ja. Guck mal, wo das hinführt. Richtig. Wofür das hin? Da ist es. Jetzt muss ich aber alles wieder zurücklaufen, ne? Ja. Hammer. Weil hier hinten ist eine Sackgasse. Ja. Du kannst hier aber zu der Sackgasse locken, dass du und dann alle um die Kiste? Ja. Das schaffe ich eh nicht, aber ist eine schöne Idee. Lass mal gucken, vielleicht könnte ich sowas. Wenn ich jetzt noch eine Flashbang hätte. Die kommen jetzt echt alle. Ja, ja. Ich war eben so blöd und ich habe das 5-6 Mal versucht und vergessen, diesen Visualizer zu benutzen. Und ich bin nicht drauf gekommen, wie es geht. Ey, wenn du. Pass auf, wo du sie hinlockst jetzt. Sonst splitten sie sich am Ende noch auf. Die kommen halt eh so unterschiedlich jetzt an. Das ist super blöd. Okay, aber der geht. Ja, und an einem zweiten kannst du vorbeirennen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaub's nicht. Ja. Ja. Oh, sehr gut. Einer ist dann noch. Okay. Nicht vergessen. Ich, ja, einer kommt mir noch entgegen. Genau. Muss gleich, jetzt hin. Gleich zu deiner linken. Ja, ganz vorne dann. Da ist und der. Dann, sehr ja, schön. Genau. Da hinten ist weiter. Geradeaus. Jetzt habe ich sie alle, glaube ich. Ja, du hast sie, Und jetzt genau. Nur noch durch die Tür. Durch welche? Wo? Geradeaus. Und irgendwo dann. Der Lift, ist oder? Wirklich, ist wirklich fast schwarz einfach hier. Es ist hier durch. Ja, ist rechts, da ist sie, war sie doch, oder? Weiter und gleich nochmal links, da ist es. Ach da, ich dachte, die Tür mal zu. Okay. Mega fiese Party. Das ist nicht so einfach. Okay. Das ist sie ja schon wieder. Der latscht dir einfach so da rum. Das ist auch die einzige Tür jetzt hier. Always been good at running, Annette. Give you that. Schön wenig Muni verschossen, ist gut. Hä? Wo ist sie denn hin? Ja, die ist aber mit dem Lift runter wahrscheinlich. Also. Oder. Ach, gibt gar keinen Lift, doch. What? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt mit dem, was hab ich denn mit dem Hebel gemacht? Ich sag nichts. Sag das ist doch schon wieder Gregor. Der Stampfer. Nee, sonst heißt es wieder, ich sag euch das vor. Probier's das mal selber was aus. Was ist denn mit dem Hebel? Nur auf Nachfrage. Probier dein. Okay, ich muss da hacken. Probier erstmal dein Kabel, dein ja. Infrarot oder was auch immer Tool. Genau, Scannerino und dem hinterher. Es da geht, musst du hin. Ich kann nicht scannen gerade hier. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab's, glaube ich, schon verkackt. Nee. So, denk an den Scanner. Hätte da hinten die Sachen scannen müssen. Gregor hat schon recht. Aber ich hab nichts behauptet. Hä, wie kann der denn jetzt? Ach so, ich hab der ist hinter gesagt. Der Scheibe. Nicht da genau, warum ist der jetzt da? Oh Gott, die sind jetzt auch da. Ich höre irgendwas. Ich muss ihn einmal, glaube ich, stunnen jetzt. Das bringt sonst nichts. Ich hab das Gefühl, er reagiert nicht so richtig auf meine Waffe jetzt. Na, spar hier. Bei dir. Okay, da hast du ihn. Okay, zumindest ey. Kurzzeitig. Achso, ich dachte, ja. Der fällt nur auf die Knie und steht wieder auf. So war es beim letzten. Gar nichts gebracht. Genau. Mit dem Kabel. Okay, die scheißt du jetzt aus? Shit! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Voll auf den Hinterkopf! Das tut so weh! Und dieser Soundeffekt auch noch. Oh Mann, man weiß ja, es hinter einem. Das. Oh, jetzt machst du dasselbe nochmal. Aber was willst du auch machen? Alter, wie zielstrebig er auch angelaufen kommt. Richtig energisch. Mach das schnell! Okay, es bringt mit ihr einfach nichts. Wer trägt halt auch Stöffelschuhe? Also wenn ich jetzt den einen Teil nochmal spielen muss? Nein. Okay. Das ist schön. So ein Chat also, geguckt. Ja, ich hab geguckt, aber der Chat ist nicht aktuell. Die reden über Croutons und Katzenfutter. Also vielleicht ist es doch aktuell, aber... Ich bin nur zufrieden, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so ging. Ich mach's einfach direkt richtig jetzt. Ja. Got you now. Always been good at running, Annette. Give me that. Persistent bastard, aren't you? No.
kommt er noch hinterher, oder? Ja, ich denke schon. Okay, ganz sicher. Wo ist das? Wo ist das? Natürlich. Ach, das ist so nervig. Das ist einfach nur... Ja, lock ihn einmal, genau. Nur lock ihn einmal rum. Das dreht er um übrigens. Schön. Hab ich's gehabt? Nee, es war natürlich eine fucking Millisekunde zu wenig. Doch, oder hast du es an... Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich hab's, glaube ich, aktiviert, aber... Man sieht nicht mal, wo er langläuft. Okay. Mach jetzt keinen Mist. Du bist gut dabei. Boah, wie genau man einfach da drauf bleiben muss. Nochmal, noch einmal. Ich seh nicht, Geduld, wo Geduld, Geduld. Ja, ja, alles klar. Jetzt. Mann! Das ist nicht so cool. Ach so, jetzt rennt er auch noch? Nee, er hat versucht nochmal anzuspringen. Aber warum auch nicht? Dass es auch nicht aufgeladen bleibt. Versuch's doch von weiter außen, ne? Nicht so nah ran. Was meinst du mit weiter außen? Von hier. Naja, aber er läuft doch trotzdem hinter mir her. Bevor er umdreht. Hier kannst du schon. Gut. Ist er jetzt weg? Ja. Ich glaube, das dauert nicht lange und dann hörst du es von oben krachen. Dumpf, 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 dumpf. Er übernimmt so ein bisschen die Rolle von Birkin, der ja einen mehr oder weniger normalerweise durchs Spiel gejagt hat. Was ich komisch finde, weil ich finde, Birkin eigentlich fand ich immer ekelhafter und ein bisschen... Das ist eben die... Wisst ihr, wie die Waffe von ihm heißt? Birkenstock. Okay. Ja, doch. Ist so gut, nicht schlecht. Deine liebste Schuhmarke, ne? Sorry, was wolltest du erzählen? Nö, ich bin eigentlich fertig, dass okay. Also er ist auch gut. Ist ein guter, schöner, den Spieler verfolgender Gegner. Aber ich mochte, dass dieser Birkin immer wieder auftaucht und immer ekelhafter wird. Meinst du, dass das vielleicht mehr eine Art so Proof of Concept schon mal für Nemesis, für das Remake von Teil 3 ist? Ich glaube auch, dass es, wenn es gut ankommt, werden sie diese Nemesis natürlich ausschlachten, das Thema. Okay, ich bin hier an der Verbrennungsanlage angekommen. Vorne war eine Tür, da fehlt der Strom. Mhm. Oder es ist Sicherheitsstufe für Besucher. Hier komme ich nicht rein. Das heißt, wir gehen da mal die Treppe hoch. Hier noch was drin? Nee. So. Frischer Armband. Wir brauchen einen Verbrennungsofen. Nee, wir werden alles sperren. Also irgendwas ist im Ofen und wir brauchen das Armband, ja, um das rauszuholen. Dann ist hier wahrscheinlich auch kein Strom jetzt oder irgend sowas. Ach, das ist der Ofen, okay. Ja, aber ich dachte, ohne Armband, haben wir das schon? Nee, das Armband brauchen wir, um die Tür da aufzumachen. Ja, aber ich dachte, das... Egal, ja, hast recht. Dann finden wir es doch wahrscheinlich jetzt hier. Ja, siehst du, genau da. Da ist ja das Armband. Recht Zufall. Oh, hier ist auch was. Und jetzt geht's gleich zu und wir müssen das Ding schnell ausschalten. Du bist ja richtig smart. Oder? Das passiert doch jetzt gleich. Game Design 101, ne? Ja. Genau das passiert. Steh hier in meinen engen Höschen. Sie erinnert mich an die eine von Lost, falls ihr das damals gesehen habt. Ja. Ich glaube, ich warte. Oh, doch nicht. Doch, weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall nichts machen an den Punkten. Ah, gelb. Oder? Ist der gelbe der richtige? Gelb ist der erste, würde ich sagen. Aber geht jetzt noch. Jetzt geht's. Nein. Auch nicht? Gelb ist auch nicht richtig. Nein. Okay. Was ist denn hier los? Vielleicht ist der Gelbe der letzte und du musst jetzt erstmal genau. Da unten, ja, ja, ja. Ach so, das sind wie eine Art Weichen, was ich hier umstelle. Okay, das hätten wir uns, glaube ich, vorher überlegen müssen. Ja, muss man erstmal verstehen, auch alles. Okay, jetzt ist das an. Hey, wie soll ich denn alle ankriegen? Ja, vielleicht musst du dann noch mal... Boah, Leute, das ist ja mega.
Erstmal ist es nicht schlimm, wenn du stirbst. Ja, ja. Also einmal finde ich es okay. Einmal ist kein Mal. Jetzt gehen wir zu dem Gerät selbst und gucken mal, ob du da warst. Genau, rechts, rechts, rechts. Nein, das ist gelb. Ja, siehst du genau. Nein, links, da. Jetzt kannst du das dann immer beenden. Ach so, du, man kann die nacheinander einfach machen, die Dinger. Ist klar, ich bin jetzt nicht tot eigentlich. Wie sie noch versucht, die Flammen auszuklopfen. Das Kleid ist nur geliehen. Da, die, also man hat ein bisschen Pufferzeit, glaube ich, noch. Aber ja, das ist der Ansatz, du hast ihn schon genannt. Okay. Danke, Gehirn. Also ich muss sie nicht alle drei gleichzeitig? Nacheinander, ja, einfach. Okay. Alles klar. Gut. Ach, schön, dass du jetzt wieder den ganzen Ada-Part von vorne, ey. Nee, das wäre richtig schön. Das wären so Make-it-or-break-it-Punkte, wo man ganz schnell aufhört und nie wieder anfängt. Man sieht, die haben bewusst eben das schon teilweise extra knifflig gemacht, ne? Du kannst dich da nicht durchballern, du hast super hohe Zombie-Dichte, du wirst sofort verfolgt, wo du nicht viel Platz hast. Leicht ist das nicht. Aber wenn ich mich nicht täusche, es gab ja auch so eine Sequenz und da hatte doch die andere Spielfigur dann eine bessere Waffe, oder? Also ich meine, Sherry ist ja mehr oder weniger, hat ja keine Waffe, das wissen wir, die kann nur abhauen. Aber... Bravo. Ich hätte gedacht, dass man im Gegenstück richtig rumballern kann, mal, dass man dann eine MG hat. Okay, also ich konnte nichts machen, bevor der Timer anfängt. Das ist auch nicht mehr. Aber es gab eine Phase, da hattest du einfach nur eine MG, musstest sie einfach nur leer ballern. Das war total easy. Naja. Weiß noch jemand, was das erste war, was ich benutzen konnte oder musste? So, das hier. Gut. Genau, kannst du den schon mal. Easy peasy. Jetzt geht er in der Mitte an, ne? C3PO, stell sofort eine Schrottpresse auf der unteren Ebene ab. Sehr gut. 3PO. Okay. Okay. Spannend. Hier einfach die Weiche umlegen, dann hab ich's schon. Dann geht das andere Ding an. Nice. Gut. Yay. Der Müll war nämlich vorher noch nicht recycelt. So. Das heißt, jetzt haben wir das Band. Die Frage ist, ob ich vorher einfach nochmal speichere jetzt. Ja, mach ja, ruhig. Ne? Ja. Kostet ja nichts. Schon wieder nur noch 15 Minuten. Das geht immer so schnell. Mhm. Na gut. Aber wir haben ja noch viele Sessions vor uns, ne? Haben wir wirklich? Haben wir wirklich? Also zumindest welche, wo wir lange spielen. Oh, das stimmt. Okay. Ich denke, ein, zwei Sessions noch. Hinten ist die Sackgasse. Ja, du hast trotzdem rein. Gehen wir hin, ne? Oder da wird's rausgehen. Der Gang ist grau, ne? Ist eigentlich Quatsch, dass ich dahinter laufe. Aber okay. Aber man will doch trotzdem wissen, was da ist. Gar nichts. Ja, was das hier ist, ich glaube, der Gang von ganz am Anfang. Wo man zu dem Zombie runterspringt, wenn ich mich nicht irre. Aufbereitungsraum. Kann sich erstmal frisch machen. Mhm. Upsa. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Ist ein Ausdruck mit dem Nest, das haben sie das im Original auch benutzt? Nee. Nein. Der ganze Ada-Part ist sehr mysteriös. Oh nein. Oh Gott. Wie passiert denn sowas immer? Deswegen zieht man Jeans an. Ja, eine Strumpfhose. Jetzt plötzlich läufst alleine los in deinem Abenddress. Jetzt ist der Mann plötzlich notwendig. Was war das?
Das war ihr Part jetzt? Ich denke auch, ja. Es dauert ja schließlich auch nur ein paar Minuten, um sich von der Schusswunde zu erholen, ne? Einmal kurz geschlafen. Powernap. Also Ede färbt sich die Haare. Ede? Oder ging es nicht Ede darum? Wong? Ede Wong, ja. Ede? Also ich werde mir die Haare färben, ich habe da kein Problem mit. An dem Punkt sind wir bald. Sind wir demonstrativ grau färben, wenn ich welche hätte? Wollte ich früher, ja. Ich suche mal Ada jetzt, ne? Dann willst du es nicht mehr. Mhm. Wollen wir hier hinten, wir könnten noch zurückgehen, hier wäre auch noch ein Raum zum Speichern, ne? Kannst mal gucken, ob du da durch kannst. Where are you? Ja, da sind wir hergekommen. Aber ist ja Quatsch, ich habe doch gerade gespeichert. Ah, geht nicht. Das geht doch gar nicht mehr. Gut. Was ist das? Der sieht so... Das ist der Verbrannte von der Nett vorhin. Aber dem steckt doch da was im Körper. So ein verbrannter Rosenstrauß. Da ist ein... Unforestero rausgekommen. Oder wie hießen die? Ganados. Aber das ist doch nicht der G-Virus. Das kann nicht dasselbe sein. Deswegen. Keine okay, aber hier komme ich ja nicht auch schon ungewöhnlich. Jetzt. Ich meine, was ist da aus deiner Brust raus? Ja gut. Das ist ein Bug vielleicht einfach. Ein Bugfisch. Okay. Hier geht's nicht lang. Aber hier geht's runter. Warum eigentlich? Also war da eben schon... Nee, haben wir das ja später wieder angemacht? Egal. Ja, Moment, Ada hat's doch angemacht. Ich speichere jetzt hier schon wieder. Ach so, weil sie... Eben am Anfang, als wir die Sachen gehackt haben. Mhm. Ah ja. Ist übrigens schön mit euch, Resident Evil zu spielen. Mega, es immer macht wieder, viel Spaß. Immer wieder schön. Resident Evil 4 schieben wir auch am Ende nochmal hinterher, wenn wir dann irgendwann weiter sind. Wollen wir die mal weglegen so lang? Ja. Eigentlich haben wir aber auch total viel Platz, ne? Was? Mach ruhig, aber hau sie doch mal weg. Wir werden, wenn wir sie brauchen, holen wir sie uns. Das Einzige, was konkret noch fehlen würde, und das würde ich vorschlagen, da muss ich nicht unbedingt dabei sein, wir können dann gucken, wie wir es zocken, auch wenn ich Resident Evil 5 nicht mag, aber das kannst du ja zu zweit gleichzeitig im Koop, also mit Splitscreen. Ach, ich guck auch gerne mal zu. Ne? Du nimmst zwei Leute jeweils an deiner Gruppe. Ich weiß noch nicht, ob es macht das nicht einfach null Bock. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Bock macht. Ich habe das hier schon so oft angefangen und irgendwie nie wirklich zu Ende gespielt. Hast du es einmal durchgespielt zumindest? Ja, einmal, aber ich habe mir alles vergessen. So, ich spiele mal weiter jetzt hier, ne? Mach mal. Weil es jetzt mega spannend wird. Bestimmt. That's a pleasant smell. Ich sehe halt nichts, ne? Halt echt nicht. Was ist das? Der Müll. Okay. Irgendwas liegt hier doch ganz sicher noch. Wir sind hier bei Raccoon City. Hier liegt der Teeknüppel. Kreis mit dem... genau. Der Teeknüppel. Okay, geradeaus. Gabbel, gabbel. Links oder rechts? Habe ich irgendwo die Karte liegen lassen? Nein, oder? Ich glaube, du hast hier noch keine gesammelt. Ja, das meinte ich mit der Frage, aber ich hätte schon eine gegeben. Wir haben noch keine. Links oder rechts? Erstmal links, ne? Das ist ja eine Sackgasse. Vielleicht findest du was. Irgendwie beides aus wie Sackgassen. Ja, Mann, nix sehen hier. Beim rechten war eine Treppe, die abgeführt hat. Okay, ja dann. Da ist man. Hier muss noch, da liegt was, genau. Wenigstens ein bisschen dreckige Schrotflintenmunition. Die lade ich gleich rein. Das ist entweder Shotgun-Muni. Geht nicht. Doch. Schön. Oh, na, guck mal, das ganze Teil, aber da habe ich irgendwas liegen lassen hier. Ja, geh nochmal hin. War hier ein bisschen Munition ganz hinten. Ja, aber komm, ich kann ihn einfach liegen lassen, dann kommen wir nie wieder. Natürlich! Kann halt nicht rennen hier, ne? Könnte ja auch was Tolles sein, könnte auch Magnum-Munition sein oder ein Erste-Hilfe-Spray. Bernsteinzimmer. Oder? Das nimmt aber 3 Slots weg. Das musst du kombinieren. Ach nee, das ist, weil hier das Ding noch ist. Sicher? Deswegen ist da noch das nicht sicher. Ein aber da Symbol? Ist es ja blau. Ja. Bestimmt da links im Haufen hinten. Irgendwo liegt einfach noch ein Fitzelchen. Da ist ein Haufen, das ist bestimmt Item. Ja, hinten. Ja! Gut. Oh, ich hab die zwei. Noch zwei! Ich hab's voll. Achso, hast du nicht mitgenommen, oder? Oh, toll. Jetzt sag mir nochmal, dass sich das nicht gelohnt hat. Lohnt sich immer. Verwechsel ich Spinnen gerade Teil 1 mit 2?
Teil 2 da auch Spinnen. Ja? Ne? Ja. Geil. Im Kanal. Geil. Weil hier im Kanal. Ich erwarte auch die ganze Zeit schon Spinnen und es kommen keine. In der Kanalisation waren doch im zweiten Teil. Vielleicht haben sie die aber rausgenommen. Vielleicht waren die spielerisch ein Problem, irgendwas. Mein, warum hat man sie bisher nicht gesehen? Ui, das ist eine. Die heben die sich nicht auf. Wir haben schon so viel Kanalisation hinter sich. Keine Spinnen. Den lasse ich da sitzen. Ah, das ist ein Umbrella-Söldner. Ja, Mann. Es kann gar nicht. Das ist sein Cousin, Schrank. Ich wollte gerade Frank sagen. Frank. Ja. Aber es wäre Frank wäre zu einfach gewesen. Ja, Frank Operation ist der Schrank. Nest Wrecker. Zum Glück haben sie noch mitgefilmt. Eine, Video 2000. Eine digitale Videokassette, ja. Wir sind aber auch in den 90ern. Tja. Da sind die schon, die Spezialeinheit. Wissen wir, mit wem sie sich gleich irgendwie... Oh, da kommt er. Zombors. Wie kannst du denn gegen einen Tyrant antreten und keine Waffe haben, die ihn tötet? Voll. So. Okay. Oh, toll. Komm her. Stolz. Er hat eh nur einen Arm. Oh, jetzt, hat er nur, jetzt hat er gar nichts mehr. Ach, shit, war die Magnum. Nee, stimmt gar nicht. Nee, also er ist gut geschießt. Hat aber getroffen wie eine Magnum. Das nehme ich mit. Mhm. Ui. Tschüss. Ah, kennt ihr das noch? Kennt ihr noch, ja. Mhm. Das kam normalerweise auch direkt nach dem Krokodil. Hier jetzt aber ein bisschen länger. So. Okay, das... Dann muss ich das Teil erstmal noch stellen. Das war eigentlich lassen. Diese Drehbrücke, oder? Die eigentlich die, sich nicht so... Die links und rechts mal, ne? Ach, nee! Ich komme so, nicht weiter. Ich dachte gerade. Hä? Das Item nimmst du da raus und steckst du hier rein? Ja. Mal häufiger mal gemacht haben. Ja, Modul. Ja, ja. Ich meine Modul raus rein. Genau. Ja, komm. Okay, alles klar. Scheiße, wie geil. Wo ist er denn hergekommen? Weiß ich auch nicht schon. Oh, die Wand ist tot jetzt. Ich wollte auf jeden Fall sicher gehen mit der Wand. Der liegt gemütlich. Holy fuck, ey. Mann, das ist noch so gut gelaufen vorhin. Jetzt bin ich schon wieder richtig traurig. Überhaupt nicht schlimm. Okay, dann erstmal hoch, oder? Vielleicht, ich gehe erstmal hier rein. Weiter, genau. Das ist natürlich nicht so. Natürlich nicht. Klar. Du hast noch 5 Minuten. Das kriegen wir hin. Ah, das ist ein Messer. Gut. Boah, ich mag immer nicht in so Wasser reinsteigen. Ja, vor allen Dingen war ich, bin ich doch hierher gekommen, oder? Ist doch alles schon blau. Ja. Okay, du bist auf der oberen Seite. Wie meinst du das? Du warst von der unteren Seite aus. Also ich bin jetzt woanders. Ja. Du bist oben lang gelaufen und jetzt bist du unten im Dreck. Mhm. Folgt dem Weg einfach. Den? Ja. Hier runter? Ist aber runter, sicher? Ach ja. Ui. Oh ja. Richtig. Ja, wirklich. Du hast hier Bakterien. Das ist ja, boah. Alter, da war so ist was hochgespritzt. Ja, hier links. Das wäre ein Gegner. Ich war auch gerade sehr überrascht. Das sind wahrscheinlich. Ja, du hörst sie doch schon. Ich höre doch schon Zombies. Noch ein Tee links. Wir brauchen das Tee. Was ist denn das für ein Geräusch? Hinter dir wahrscheinlich. Ja, die können oder? Von überall kommen. Wir können einfach aus dem Wasser aufstehen. Wir werden es nie erfahren. Links oder rechts? Links scheint wieder was im Weg ja, zu sein. Genau, ja, rechts. Also rechts. Okay, rechts, alles klar. Ja. Nimm mal die Waffe in die Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es kommt. Meinst du wirklich? Ich weiß nicht. Nimm die Magnum in die Hand. Nimm mal die Magnum. Boah, da ist irgendwas. Es kommt eh erst später. Du kannst eh nichts machen. Ja! Alter! Okay. Oh Gott, was ist das? What the hell? Ja, schieß da auf diese. Das ist richtig. Auf den. Okay, warte mal. Warte. Oh, jetzt ein Auge da. Oh!
Gott. Oh, jetzt bist du vergiftet. Ist nicht schlimm, wir haben Heilmittel. Denk an die ans Auge. Kann ich zielen gerade? Ja, wenn du vergiftet bist. Okay, du hast den. Ey, du hast ihn. Ja, aber ich habe auch diverse Male mit der Magnum reinschießen müssen jetzt. Ja, aber dafür ist sie da. Das hast du alles richtig gemacht. Denk ans vergiftet sein. Okay, ich kann nicht atmen. Du hast aber ein blaues Kraut. Ich hab ein blaues Kraut. Nimm's ruhig. Okay. Alter, das vergiftet sein war beim Original ja immer, dass du permanent Energie verloren hast, ne? Nö, ja, nach und nach immer mehr für Energie, ja. Boah, aber wie, dass du den noch, also da war ja links ist ja was aufgeploppt und ich dachte jetzt nicht, dass der Blob rechts, dass das Monster ist. In Wirklichkeit wärst da voll reingerannt, wenn du das nicht probiert hättest. Stimmt. Hier ist noch was rot, ne? Aber das ist wahrscheinlich der. Ach so, das war das T-Stück. Und der andere Kram noch. Okay, ich geh mal hier hoch. Vielleicht können wir irgendwo abspeichern. Ja, bis zum Safe sollen wir auf jeden Fall. Ah, damit geht's runter ins Labor. Ja, das ist der. Geil. Ach, das ist der Train hier, der Dingsbums, der Labortrain. Interesting. Eine Standseilbahn. Auch ein Wort, was niemand benutzt im realen Leben. Standseilbahn. Hat jemand geguckt? Hat gegoogelt. Die gute alte Standseilbahn. Entdeckt uns im Nest, jagt einer Lamm den nächsten. Ja, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Bis ich gefangen bin, schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert, einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War es ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Was tust du? Dr. Owens, Sie waren das von. Go. Keine Ahnung, was er sagen wollte. Director Owens war das. Ui, ein Schloss. Steuerraum. Ist hier? Gut. Shotgun. Noch was? Go auf die Karte. Die Shotgun-Muni habe ich jetzt aber auch nicht vorher drauf gesehen. Ja. Ja, dadurch, dass der Schrank noch da ist, werden wir eh nicht alles hier rausbekommen, ne? Jetzt. Dann geh erstmal hier runter. I don't like the sound of that. Links ist die Karte. Ja. Oh nein. Ada. Ada. Ich würde Geld dafür bezahlen für einen Mod, wo Ada gegen Ada ausgetauscht wurde. Ada. Ada. Ich könnte sehr gut vorstellen. Irgendwie. Okay, Karte gefunden. Das speichern wir hier bestimmt auch noch ab. Ja. Und dann retten wir sie. Da ist. Aber ich sammle vorher noch die Items an. Alles. Wir gucken die Videokassette noch. Ja, die gucken wir uns an. Schlurp. Mit Jog Shuttle. Ah. Oh, please stop. No. How are you, Frank? Kannst du alle essen? Don't hurt him. Da sind die Ratten. Die Ratten. Ja, nehmt's schön mit raus. I'll bet those rats spread it. Knights Construction Company. Okay. And Designs. Ach so, okay. Alter, erklären Sie, warum hier solche Schachfigur. Warum es Schachfiguren sind, ja. Man weiß ja, das Polizeirevier war ein Museum und die hier mögen gerne Schachfiguren. Ja. Ja. Ey, okay. Immerhin versuchen sie es einem das irgendwie. Aber sie hätten auch einfach auf die Schachfiguren verzichten können. Rätsel Time. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sammle aber noch die Sachen hier ein. Okay. Ein Rätsel. Ja. Nein, das verschieben wir. Ja, Stecker müssen richtig gesteckt werden. Die Stecker finden ist die neue Aufgabe. Mhm. Einen haben wir schon. Und hier gibt's noch Pistolenmunition. Ah, toll. Nächstes Mal wieder Gregor. Jo, können wir gerne machen.
Inventar ist auch voll. Jetzt nochmal schön alles zusammenbauen, dann vielleicht nochmal. Ja. Na, wobei. Direkt? Wollen wir nicht vorher aufräumen? Gut, okay, ihr habt recht. Überhaupt. Ist ja egal. Ach doch, da. Das machen also, Fabian, wenn du es aufräumen willst, ne? Mach ich heute Nacht vielleicht. Wollte ich gerade sagen, ein andermal. Wenn ihr gleich nach Hause geht, dann baue ich hier noch ein bisschen was zusammen. Baust noch ein bisschen was zusammen. Nee, wir speichern ab. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuschauen. Es war sehr schön. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Morgen geht es weiter. After Dark Resident Evil 2. Geil.